Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des SHK-TV-Magazins. Intimacy, Baden in der Kunst. So lautet das Thema einer einzigartigen Ausstellung des Kunstmuseums Aalen. Diese Sonderausstellung präsentiert 140 Arbeiten von 90 Künstlerinnen und Künstlern zum Thema Intimität und Bad vom Mittelalter bis heute. Frau Schmidt, Sie zeigen mit der Ausstellung die historische Entwicklung, vor allem aber künstlerische Reflexionen zum Thema Baden auf. Können Sie uns einige herausragende Exponate einmal zeigen? Ja, also diese Ausstellung hier im Kunstmuseum Aalen besticht ja dadurch, dass wir ein Miteinander zwischen historischen und aktuellen Werken haben. Und hier im Eingangsraum der Ausstellung sehen wir schon das Titelbild des Kataloges und auch das Titelbild unseres Plakates, ein Gemälde von Elissa Monks, einer amerikanischen Fotorealistin. Ja, danke für die ersten Informationen und dann folgt Ihnen die Kamera am besten mal bei der Auswahl Ihrer Exponate. Ja, ich hatte eben ja schon dieses Titelbild von Elissa Monks erwähnt. Es ist eine sehr schöne Badeszene, die so den Moment der Entspannung noch zeigt. Wahrscheinlich wird hier gerade das Wasser abgelassen und die Künstlerin zeigt eben in ihrem Ausschnitt wirklich eine Konzentration auf diesen Mittelpunkt, die Berührung der Hand mit dem Bein und eben dieses Fallenlassen, dieses Entspannen, was hier wirklich in Szene gesetzt wird. Und wir haben auch andere Exponate, die genau dieses Moment zeigen, dass eben fotorealistische Künstlerinnen sich nicht nur auf die reine äußere Körperlichkeit konzentrieren, sondern in dem Ausschnitt, den sie wählen, wirklich den Betrachter auf die Badeszene, auf die innere Empfindungswelt der Badenden konzentrieren. Was man hier sehr schön sehen kann, die Frau lässt sich gerade in das vielleicht zu heiße Wasser ein und sie baut wirklich diese Spannung auf. Das ist der Moment kurz vor dem Baden. Ja, was hier wie eine Untermalung der eben gezeigten Bildszenen wirkt, ist das akustische Spiel mit dem Thema gurgelndes Wasser. Tobias Venditti, ein Bildhauer, hat hier eine ganz schöne künstlerische Installation mit Metall und Wasser, also mit dem fließenden und mit dem statischen Element aufgebaut. Die Rohre gehen auch noch weiter in Umkehrung, in Spiegelung in diesen Podest hinein, weil es hier eine spiegelnde, glatte Oberfläche gibt. Das ist wirklich auch ein Markenzeichen dieser Ausstellung, dass es eben nicht nur figürliche Szenen gibt, sondern dass wir hier auch so Einzelelemente aus dem Bereich Baden, Duschen, Umgang mit Wasser künstlerisch verarbeitet sehen. Insgesamt 140 Werke von über 90 Künstlern und Künstlerinnen zeigt diese Ausstellung. Natürlich konnte ich Ihnen auf diesem kleinen Rundgang nicht alles zeigen, aber ich führe Sie noch in einen besonderen Raum. Eine Videoinstallation von Anna Anders, einer Berliner Künstlerin, sehen wir hier. Und hier können wir tatsächlich hautnah, als wären wir wirklich in einem richtigen Badezimmer einer Dame beim Baden zuschauen. Dieser Film währt ungefähr 10 Minuten und wir sehen sie, wie sie das Baden genießt, wie sie sich reinigt, wie sie bestimmte Körperteile pflegt. Aber es gibt auch ganz witzige Szenen hier, wenn sie Wasser einlaufen lässt, mit einem Quietscheentchen spielt oder ans Telefon geht. Und das ist wirklich auch ein Zeichen der Künstlerin, was unsere moderne Gesellschaft betrifft, denke ich, dass sie hier nicht die Außenwelt draußen lässt, sondern die Badende noch in ihrer Selbstvergessenheit sich stören lässt. Sie haben es ja bereits erwähnt, 140 Werke umfasst die Ausstellung, die auch alle hier in diesem Band dokumentiert sind. Ja, Gott sei Dank haben wir ein wunderschönes Katalogbuch, was in zwei Sprachen gedruckt ist, also auch Englisch. Und wirklich alle Werke der Ausstellung sind abgebildet. Und es gibt ganz spannende, wirklich sehr informative Artikel rund um das Thema Baden. Also noch viel mehr werden hier auch Themen angesprochen, als man das in so einer Ausstellung überhaupt machen kann. Herr Koch, Caldeway ist einer der Sponsoren dieser Ausstellung. Kunst und Caldeway, wie passt das zusammen? Kunst und Kultur sind dem Unternehmen Caldeway ein leidenschaftliches Anliegen. Nach vielen Jahren stillen Mäzenatentums haben wir uns nunmehr entschlossen, mit Intimacy, Baden in der Kunst, unser Kultursponsoring erstmals auch sehr öffentlich sichtbar zu machen. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen ist es natürlich das Thema der Ausstellung, das für den europäischen Marktführer prädestiniert ist. Zum anderen wollen wir Caldeway als Premium-Marke national und international noch deutlicher sichtbar machen. Ja, danke Herr Koch für die Information und viel Erfolg für die Ausstellung. Vielen Dank.